Hallihallo, Hallöchen. Kleinen Moment Geduld und dann geht's auch schon los. Was geht ab, Leute? Willkommen zum Spontan-Stream. Ach ja. So. Chat, wo ist er? Da ist er. Hallihallo.
Ich hoffe, zum Freitagabend seid ihr alle noch putzmunter. Seid nicht zu kaputt. Eieiei. So. Oh. Opa sitzt so einigermaßen. Den können wir dazu wegmachen. So. Alles klar. Jo. Live bin ich, aber man hört mich nicht. Wartet mal. Doch. Hört ihr mich? Ja, ich sollte mich jetzt hören, ne? So, kaum sieht man mich, ist der Chat tot. Viel zu tun. Ja, Leute, was geht ab? Ich dachte mir dadurch, dass der Kronk eh den Stream ausfallen lässt und ich vom Onkel Jo die Genehmigung habe. Dann mache ich halt ein. So. Danke. Ich sehe das jetzt mal. Naja. So, sehr spontan. Ja, ja. Ich war heute in Halle gewesen. Hatte jetzt gerade noch die Tiere gefüttert und dachte mir, ach komm, ein Stündchen kannst du noch mal streamen. Von daher, alles sehr, 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 sehr spontan. Dein Abbild macht uns sprachlos. Ja. Positiv wie negativ. So. Der Rüdiger, weiß nicht, ob der vorbeikommt. Ich habe gerade eben noch mit ihm geschrieben. Ob er Lust hat. Die gute Ginlor will auch noch vorbeikommen. Also mal schauen. Was gibt's Neues, was gibt's Schönes? Ach, da ist er ja, mein Rüdiger. Mensch, Rüdiger. Schön, dass du da bist. Da kommt ein bisschen Leben in die Bude hier. Gibt's eine beste Bestellung auf jeden. Da warten wir mal ab. Ja, wahrscheinlich ist gut. Liken, teilen, abonnieren. Richtig. Ja, erst bei mir und dann bei Wirbellosen Paradies. Und vergesst mir den Bugman nicht, wenn ihr nicht da schon gewesen seid. So, 5 Zuschauer. Schön, dass ihr doch so spontan dabei seid. Mal schauen. Kostet ja auch nur 5 Euro die Minute, heißt es ja. Ja. So. Also, was gibt's Neues bei euch? Bei mir nicht ganz so viel. Bisschen Vorbereitung jetzt noch für Zwickau. Denn wer es noch nicht mitbekommen hat, Pascal und ich sind am Sonntag auf der Reptilienbörse in Zwickau. Ein bisschen was werden wir auch dabei haben. Ja, und dann fangen wir jetzt auch schon mal 2 Tage im Voraus ein bisschen wieder Vorbereitung an. Wie viele Oblongonate hast du insgesamt? Ein paar hundert werden sicherlich schon noch sein. Hast du ein neues T-Shirt an? Nein, Rüdiger, aber es ist das ganz normale Cockroach-TV-T-Shirt. Bloß das Logo ist ein bisschen größer. Das ist, die ich hier ins Bild halten kann. Das überlasse ich doch dir. So. Aber ich hab etwas Werbung. Ich halte es zu. So, aber verdeckt. Damit du nichts zum Willen hast, Rüdiger. So, das Licht ist heute irgendwie ein bisschen schwul. So. Das T-Shirt gefällt dir. Sehr schön. Bezahlt ihr euch schon dafür? Nein.
Nein. Nein, das ist so ein stilles Abkommen zwischen Rüdiger und mir. sicher gefällt mir. Ja, ich bin am Überlegen, die Dörte Bäcker war ja das letzte Mal bei uns mit dem Stream. Sie hat das komplette Kanallayout gemacht, unter anderem auch das Logo entworfen, das Intro gemacht. Also alles, was Layout angeht, geht an. Shoutout an Dörte. Da sind wir jetzt ein bisschen am Plan, nochmal das Layout zu überarbeiten und eventuell dann nochmal ein komplettes T-Shirt-Design zu machen. Aber das ist also ein bisschen Zukunftsmusik. Mal schauen, wie das dann wird. Aber da will ich auf jeden Fall mal mich dran setzen, dass da was passiert. Bin ich der Einzige, der die normalen Kalas enthält? Nein, 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 nein. Nutzen viele als Bodenpolizei. Pascal nutzt sie zum Beispiel in vielen Terrarien. Geht's nicht schon los, ey, die Fauchschaben. Kaum geht es langsam gegen Abend, dann werden sie aktiv. Nee, also Kellereisen sind da echt nützlich. Auch wenn man mittlerweile auch schon wieder sagen muss, ich bin Stadtkind, ne? Also ich wohne hier mitten in der Stadt. Aber auch so in Wäldern sieht man nicht mehr ganz so viele. Was ist früher, als wo ich noch Kind war, echt zu Maske. Moin, naja, geht voran, Justin, ausgeschlafen. Benutzt man nicht eher die weißen Asse? Ja, kann man auch machen, wie man es machen möchte. Ich benutze auch eher die weißen Asse als die Kellerasse. Ist denn alles gut angekommen, waren ein paar mehr Schaben, als ich dachte. Alles bestens, Rüdiger. Ich weiß nicht, ob du die ganz, ganz kleinen mit reingemacht hast oder ob die über Nacht noch welche bekommen haben. Also, aber soweit alles lebendig da. Sehr schön. Danke dir nochmal. Vor allem über die anderen Tiere habe ich mich sehr, sehr gefreut. Aber ich will da jetzt noch nicht zu viel spoilern. Das gibt es dann auch nochmal in dem separaten Video. Genau, das habe ich heute nämlich auch noch gemacht. Noch ein Video aufgenommen. Zebrazecke, Hallöchen. Und hast du schon hingearmt mit dem Fragezeichen Schaben? Oder alles noch quicklebendig? Hat er alles reingetan, was ich gefunden hatte? Hoffe, du hältst die auch für dich. Ja, ich habe sowieso zurzeit keinerlei Use Your Medica Verrucosa zur Abgabe. Einfach dadurch, dass ich zwar das Becken voll habe, aber alles nur wirklich L1, L2 Nymphen. Und deswegen, die bleiben dann da, die dürfen sich feucht, fröhlich untereinander vermehren und dürfen dann auch irgendwann mal sterben. Bei mir. Wolltest du Osteoblongonatas in mein Aquarium tun? Was? Wollte Osteoblongonatas in mein Aquarium tun, aber ich gehe auf Nummer sicher. Wo tust du denn jetzt rein? Jetzt sag nicht eine Fauna-Box, das ist auch ein bisschen schwierig. Was ist dein Lieblingsfauchschabe? Rüdiger, also mein Rüdiger ist soweit ganz weit vorne, aber ich glaube, die normalfarbenen Grompadorina portentosa. Ach, du meinst die anderen Tiere, die ich für mich. Na, selbstverständlich, selbstverständlich. Glaub mir, die bald ich wirklich für mich. Ich habe mich riesig gefreut, als ich dann die ausgepackt habe und nee, niemals werde ich sie weggeben. Meine sind auch in dem Terrarium, habe oben ein Netz drüber gespannt. Was für ein Netz? Mach's wirklich ganz, ganz feinmaschig. Denn die Babys kommen wirklich aus jeder Ritze raus. Ich habe heute schon wieder zwei gefunden im Zimmer. Alles noch fit im Schritt bei den Fragezeichen Schaben. Habe auch schon zwei heute gesehen, die buddeln wie die Weltmeister. Sehr schön, sehr schön. Denk aber dran, wenn die irgendwann mal nicht mehr sind, die Fragezeichen Schaben, die Otegen können bis zu fast einem Jahr brauchen, bis sie ausschlüpfen.
Also nicht, dass du dann den kompletten Behälter wegschmeißt mit Sams Ortegen. Nee, die kommen eine große Plastikbox, damit die sich abräumen. Sehr schön, sehr schön. Circa 1 bis 1,5 mm. Das ist okay so. Meine Lieblingsschabe ist ganz klar, Olli. Das war die Prinzessin Herwig, ne? Die du hattest von mir. Ja. Der Olli. Ansonsten hole ich noch ein neues, das noch feiner ist. Nee, der 1,5 mm ist schon vollkommen ausreichend. So, und Rüdiger ist da und das Geflirte geht los. Aber wir haben neuen Zuschauer. Es geht voran. Hallo und willkommen zu diesem spontanen Livestream. An alle neu dazugekommenen. Was ist eigentlich, wenn eine Schabe ihre Fühler nicht mehr hat? Habe nämlich so eine gekauft. Sind alle ab. Ansonsten, wenn sie nur ein Stückchen abgeknipst sind, ist es nicht so wild. Schaben riechen nun mal. Warte mal. Bisschen komisch, wenn du dich schaltest. Schaben riechen mit ihren Fühlern, beziehungsweise mit den Antennen und kommunizieren auch so untereinander. Sie würden zwar nicht sterben davon, aber. Ist halt eben in der Kommunikation mit Artgenossen ein bisschen schwieriger. Da sieht man halt eben oft, dass sie miteinander quasi Antennen fechten. Ach so, Olli, 1 bis 2 Dulde Männchen würden bei der Bestellung. Alles, was mit Bestellung oder sowas zu tun hat, dann bitte immer entweder E-Mail, Facebook oder so schreiben. Das hat dann soweit nichts im Stream zu suchen. Bitte das zu berücksichtigen. Gucken. Kriegen wir schon hin. Der Rüdiger, der alte Lustmolch. Ja. Der alte, ich drehe durch. Tja, so alt ist der Rüdiger eigentlich gar nicht. Also, 35 ist jetzt auch, sagen wir mal ehrlich, jetzt kein Alter. Ne? Genauso wie 28 jetzt bei mir. Lustmolch ist nicht schlimm, aber Alter. Oi, sehr gut. Weil ich habe es auch vor allem auch in den Kommentaren, wenn da jemand, wenn wir uns irgendwie geeinigt haben, ne, dass da jemand Tiere von mir bekommt, dass ich oft dann in der Kommentarsektion bei YouTube halt eben darauf angesprochen werde. Und YouTube ist YouTube und das andere ist das andere. Und ne, das eine sollte mit dem anderen so weit gehen, nicht in der Kommentarsektion besprochen werden. Dafür gibt es andere Sachen. So, der Insektenblock, der liebt auch noch den Rüdiger. Sehr schön. ja, dadurch, dass jetzt gerade der Chat so ein bisschen ins Stocken gerät. Ich habe da, was geht's los hier? Kann man verstehen. Hast du Interesse an Schädlingen, Parasiten? Was? Ach so, ja, schmeckt halt ein bisschen wie Energy, ne? Aber was ich jetzt sagen wollte, weil so ein bisschen immer drauf loslabern im Livestream ist ja ganz cool. Ich würde aber für die Zukunft ganz gerne mal ein bisschen was anderes machen, dass wir uns wirklich mal eine Schabe direkt rauspicken. Und wir dann halt eben, ich kann ja Bilder einblenden und so weiter. Und dass ich dann quasi so live einen Haltungsbericht machen würde über diverse Schaben. Das würde ich ganz gerne nächstes Mal oder übernächstes Mal ausprobieren. Gucken wir mal, wie es ankommt. Denn ein bisschen Vorbereitung ist da auch mit dabei, aber ich glaube, mal so spontan ist das gar nicht so schlecht. Parasiten habe ich im Bett. Nein, da habe ich nur Schnecken.
So, 58 Liter Box ohne Deckel im Keller gefunden. Ist das okay für ein paar Pfefferschaben? Kommt, ja, wenn sie breit genug ist, klar. Dann auf jeden Fall ist das okay für Pfefferschaben. Schabenrennen, wo? Drauf. Vor 2 Wochen wollte ich das Essen noch bei einer Scham ablassen. Jetzt bekomme ich eine Gruppe Komporturina oblongata, weil ein Freund sie nicht mehr haben will. So schnell geht das. Schade, dass er mich nicht angeschrieben hat. Achte aber darauf, dass es wirklich reinrassige oblongata sind. Nämlich gestern war das, glaube ich, wieder eine Diskussion mit jemandem, der halt eben gemeint hat, dass es gar keine reinen Portentosa mehr gibt im Hobby. Nur weil jetzt schon seit Jahren keine Wildfänge mehr dazugekommen sind. Unterstellt er quasi damit allen Züchtern, dass sie quasi ihre Tiere nicht trennen würden, nicht ordentlich züchten würden. Das finde ich schon ein bisschen. So, Live-Haltungsberichte wären nice. Sehr schön. Was ist dein Lieblingstier allgemein? Boah, das ist schwierig. Das ist richtig schwierig. Unter den Säugetieren wäre es das Nashorn. Also allgemein so ein absolutes Lieblingstier. Okay, nehmen wir die Weinbergschnecke, weil damit hat alles angefangen. Welches Tier würdest du am liebsten halten, außer Schaben? Cynastes Herkules? Das wäre schon so ein Ding. Leider leben die Käfer ja nicht so lange. Ansonsten, wenn ich mir irgendwas wirklich wünschen dürfte, wäre es ein Triceratops oder ein Nashorn. Das wär mega geil. Ihr zwei habt ja Spaß, Zecke und Rüdiger. Hatte vorhin über die hybriden Oblongata gelesen. Ja. Gibt dann noch jemanden, der behauptet, dass es wirklich gar keine reinen Tiere mehr gibt? Feststellen kann man das dann eh nur nach dem Tod im Labor. Aber naja, solange meine Portentosa nach wirklich reinrassigen Portentosa aussehen, bin ich da auch ziemlich überzeugt von, dass die auch wirklich reinrassig sind. Spinosaurus oder T-Rex? T-Rex. Ja, doch, ganz klar. T-Rex. Machen wir noch mal kurz Werbung. Und zwar, falls ihr es noch nicht gesehen haben solltet, der gute Bugman, nämlich eine Dokumentation gedreht über den Lucanus cervus, unseren einheimischen Hirschkäfer. Schaut auf jeden Fall rein, ist sehr, sehr gut geworden. So, ich schätze mal, deine sind auch reinrassig. Also ich, von den Leuten, wo ich sie auch herbekomme, ne, und wo ich mir immer frisches Blut hole, bin ich sehr überzeugt davon, dass die Tiere reinrassig sind. Und bei mir werden sie halt eben Oblongonatas auch zusammen mit Oblongonatas gehalten. Daher gibt es bei mir keinerlei Kreuzung. Sind die Hybriden, halt, da ist sie weg gewesen. Sind die Hybriden denn irgendwie körperlich benachteiligt? Hybriden leben nicht mehr so lange wie reinrassige. Das ist wohl die Hauptaugen, die Hauptsache bei den Hybriden. Die sterben früher. Man merkt halt eben wie bei allen anderen Insekten, siehe zum Beispiel auch Käfer, dass die Tarsen im Alter irgendwann abbrechen. So ist es auch bei Schaben, und bei Hybriden passiert das eigentlich gar nicht mehr. Nach der Adulthäutung schaffen sie es, wenn überhaupt, noch mal ein halbes Jahr zu überleben. Und das war's dann.
Hast du Interesse an Skolopendern? Nein. Einfach dadurch, dass ich zwei Kinder habe, kommen bei mir gar keine Gifttiere ins Haus. Vor allem dadurch, dass meine jüngste Tochter auch immer hilft beim Füttern von den Tieren. Und wenn da irgendwas passiert, nee, ich würde nie wieder glücklich werden. So, der Pauman ist auch da. Hallöchen. So, genau. Liken, teilen, abonnieren. Der Rüdiger, der weiß, wie der Hase läuft. Bin zurück vom Training. Sehr schön. Stimmt, oder? Wie hast du trainiert? Es ist, als ich heute die Verabschiedung gedreht habe, ist mir das auch rausgerutscht. Teilen, liken, abonnieren. Musste ich erstmal lautstark lachen. Wie sich einfach dieser Satz von Rüdiger so eingeprägt hat, ist der Wahnsinn. Die adulten Menschen von den Oblongata sind wirklich sehr impressive. Ja. Also dadurch, ne, also Rüdiger kennt ihr ja alle. Also die Schabe Rüdiger, den anderen Rüdiger, den kennt er sicherlich auch, aber ne, ohne Antennen ist er ja schon 9,1 Zentimeter und selbst mit Antennen fast 11. Also ist Wahnsinn. Namen zusammen, die Dörte, die Dörte. Namen. Ich habe vorhin schon mal über dich gesprochen, dass quasi du für das dafür verantwortlich bist, fürs Logo, fürs Kanaldesign und so weiter. Wirbellosparadies, die Dauerwerbesendung. Ja. Naja. T-Shirt mit Liken teilen, abonnieren kommt noch sehr gut. Dann hätte ich gerne eins gesponsert. Dann trage ich es auch. Meine Prinzessin müsste bald die Kinder kriegen. Na, dauert, kann schon 2,5, 3 Monate dauern, bis die Fauchtschabenbabys bekommen. Das Interessante bei den Fauchtschaben ist jetzt zum Beispiel auch selbst die befruchtete Otik oder die Otik selbst können sie bis zu einem Jahr lang aufheben, wenn nicht sogar noch länger, um dann nochmal den Samen separat nochmal an die Otik zu führen, um die ganze Sache zu befruchten. Das heißt, selbst ein Jahr nach der Paarung kann es immer noch zu Geburten kommen. Die Schabe Rüdiger oder die Kakerlake Rüdiger, das ist fies. Das ist fies. Ich kaufe es mir. Also fast zu groß wie mein Handy. Ja. Also früher, Anfang 2000er Jahre, da mussten die Handys immer kleiner werden. Ne? Also die Handys waren teilweise nur so groß, bis dann wirklich man Internetanschlüsse auf dem Handys hatte und dann man Pornos drauf gucken konnte. Aber ich schweife schon wieder vom Thema ab. Ja, aber Fauchschaben werden echt, zumindest Oblongonatas werden wirklich riesengroß. Kairo, guten Abend, Kairo. Eugen Rüdiger braucht ein Team Rolliger-Shirt. Ah, die Decke. Pornowerbung, ja. Ja. Ich habe nicht keinen exakten Namen genannt. Hier ist was los, Kinders. So. Was sollte man für argentinische Waldschaben für Bodensubstrat nehmen? Das kannst du handhaben, wie du möchtest. Tiere brauchen es nicht sonderlich feucht. Das Einzige, was
Waldschaben oder die Dubias brauchen, ist eine konstante Wärme, dass die sich wirklich gut vermehren können. Ansonsten kannst du alles nehmen. Du kannst Kleintiereinstreu nehmen, du kannst Kokoshumus nehmen, du kannst aber auch ganz normal Küchenpapier nehmen. Und Küchenpapier ist natürlich am einfachsten zu reinigen. Wann kommen die ersten Cockroach, Wimmel, Kugelschreiber, Autoaufkleber und Co. in die Höhen? Irgendwann mal wird es das auch geben. Geschirr. Ja. Aber dann bitte nur mit Schaden drauf. So, jetzt gerade muss mich jeder nerven, kann man nicht mal in Ruhe ins Stream schauen. Es ist immer so. Schaut man mal in Ruhe was an. Meldet immer irgendjemand was. So, apropos stören. Aha. Schwere Nachricht bekommen. Naja. Am besten 3D gedruckt mit halben Schokoschaben. Ach, dann kenne ich Schokoschaben. Zu viele andere. Schönes Muttertagsgeschenk, Geschirr mit Schaben drauf. Auf jeden Fall für die Schwiegermutter. Wenn man die wirklich gar nicht mag, dann auf jeden Fall sowas. Warst du schon mal auf dem Blocksberg? Auf der Bibi war ich noch nicht, nein. So. Oh Gott, Olli, das Kopfkino. Was ist schon wieder? Ihr schon wieder. Ihr fangt damit an. Nein, auch da war ich nicht drauf. Oh, Rüdiger-Niveau-Witz. Oh, war ja. Es färbt ab. Bin zu oft in seinen Streams. Dabei habe ich doch eigentlich den letzten verpasst. Oder fast verpasst. Bis auf die paar Minuten, die ich da war. Zeigst du noch ein paar Schaben? Kann ich machen. Das Capture-Fenster mit deiner Website ist total buggy. Okay. Muss ich mal schauen. So. Darf eigentlich 3 Schaben auf ein Erdnussbutterbrot schmieren? Oder sind 3 zu viel oder geht nur Nutella? Gib dir einen Tipp. Mach auf dein Brot Butter und Nutella. Schmeckt viel besser ohne Schaben. Was hältst du vom Insektenprofi? Wer? Insektenprofi. Ach, der YouTube-Kanal. Habe ich ganz ehrlich gesagt gar nicht abonniert. 1-2 Videos mal geschaut. Also zu wenig, um mir darüber jetzt eine eigene Meinung zu bilden. Da gibt es genug andere Kanäle, die ich abonniert habe. Er hat Nutella gesagt. Oh mein Gott, ey. Ich bin Honig. Ja, okay. Habe gelesen, dass die V-Ries nicht so viel graben. Richtig. Deswegen auch lieber eher ein hochgehendes Terrarium holen für die V-Schaben, dadurch, dass sie einfach großteils einfach klettern. Magst du Apolda Bratwürste? Sind nicht schlecht. Werbung. Hm.
Bratwürste von Schaben zu Bratwürste, sehr seltsamen Gesprächsverlauf manchmal. Das stimmt, das gibt's nur bei mir. Ich weiß nicht, was in meinen Zuschauern ist. Palmöl, I love it. Ja. Das auf jeden Fall. So. Testament. Gerade noch ein bisschen was machen. Ach ja. So, Chat ist wieder da. So. Haben wir nicht viel verpasst. 11 Zuschauer. Schönen guten Abend alle miteinander. Fehlt nur der Drachen dort. Der Drachen dort, der bleibt bitte am Altschauerberg. Ja, denke ich mir auch gerade. Moin, Anna, die Gewinnerin vom Osten-Gewinnspiel ist auch dabei. Grüße dich. So, da geht mir glatt die Stimme weg. Wie alt sind die Kinder, wenn ich fragen darf? Die sind 4 und 7. Halle oder der FCM, wen hast du mehr? Ach, das sind beides Ostvereine, also von daher habe ich da nichts gegen sie. Ja? Weil es halt eben gar nicht geht, ist der FCC. Kannst du als 1000-Abo-Spezial einen schlechten Schaden-Rap machen? Ich habe mir eigentlich was für ein 1000er-Abo-Special mal überlegt gehabt. Das geht jetzt nicht mehr. Nee, ich bin sowas von unmusikalisch. Ich werde mir irgendwas anderes, werde mir schon ein fettes Gewinnspiel oder so einfallen lassen. Aber lasst uns erst mal die 1000 erreichen. Die sind noch so weit weg. Da haben wir noch einige Jahre dran zu knabbern. Oh, Gewinnspiel. Ja, Gewinnspiel. Erzähl mal einen Witz wieder. Pff, ein Witz. Ich habe ganz, ganz schlecht noch von Joachim Hesse behalten. Treffen sich zwei Schlangen, sagt die eine zur anderen, sag mal du, sind wir giftig? Sagt die andere, ja klar, warum? Scheiße, ich habe mir auf die Zunge gebissen. So, Schenkelklopfer. Ich grüße zurück, jetzt klappt es endlich mal mit dabei sein. Beim dritten Anlauf hat es endlich geklappt. Das stimmt. Also die Idee ist doch gut. Deine Meinung zur RB, sie gibt's. RB gibt's und von daher, der DFB winkt es durch. Also, die sind da. Ja, ich sag ja, ganz, ganz schlecht. Da sind die schlechten Anmachsprüche von Rüdiger viel besser als meine Witze. Der ist echt nicht gut. Ja, ich habe ja auch nie was gesagt, dass er unglaublich gut ist. Der Witz hätte damals bei Rüdiger das Gewinnspiel gewonnen. Der Rüdiger steht auf Flachwitze. Je tiefer, umso besser. Schreibt mir mal im Chat, was war denn euer Highlight der letzten Folge? Welche Art, die ich mir geholt habe? Das würde mich mal interessieren. Sofern ihr es schon gesehen habt. Wenig. Nein, es ist kein Product Placement dadurch, dass ich einfach alle möglichen Etiketten zuhalte. Der Karton.
Unboxing. Ja, so eine Art. Die Ausbeute von Hamm. Die Tierart finde ich immer noch am hübschesten. Ja. Schönen kleinen Kieferschaben. Ich bin mal wirklich gespannt, wie sich bei mir die Eurycotys opaca machen, die Marzipanschaben. Bin mal gespannt. Ne? Also, ich habe sie nicht damals umsonst hergegeben, weil sie wirklich trotz der Größe extrem schnell sind. Und stinken tun sie echt. So, jetzt muss ich nur wieder auf den Namen kommen, okay? Julia, du fandest den Olli am schönsten. Naja. Naja. Ist bei meinen Tieren irgendwas Tolles passiert? Nö, ich glaube nicht. Ich glaube nicht. Nö, nö, da ist nichts Neues, nichts Neues. Hansa Rostock oder Dynamo Dresden, wen feierst du mehr? Oh, okay, dann eher Dynamo, weil die Fankultur von Hansa doch ziemlich für den Hintern ist. Smaragdschaben sind unschlagbar. Unschlagbar teuer. Aber am besten sind noch die Rhinos. Zeig doch mal den Rüdiger. Gleich, gleich. Wie viele Arten hast du am Wochenende dabei? 10 oder so, glaube ich. Wenn mich nicht alles täuscht. Kann ich jetzt nicht sagen. Ich entscheide das immer am Tag, wo ich es abpacke, spontan, was ich mitnehme. Rhinoscherben sind geil. Ja. So. Dann gehe ich gerade ganz kurz den Rüdiger holen. Bis gleich. Ja, Rüdiger, du hast es voll und ganz erfasst. Du hast es voll und ganz erfasst, mein Freund. So, da haben wir den dicken, den echten Rüdiger mit teilweise abgeknipster Antenne. Kommt davon, wenn man sich mit der Frau zu Hause anlegt. So. Rüdiger, da ist er, genau. So, dann machen wir aus dem Chat wieder rüber. Zack. Inspektor Rüdiger ermittelt. Ja, das auf jeden Fall. So, mal gucken, hier noch Spotlight eher auf die Farbe richten. So. Sag guten Tag, Rüdiger. 10 Zuschauern, die wollen nur dich sehen. Am besten, ich mache das, ich weiß nicht, ob ihr es kennt, die Exo oder so. So ein Puppenspieler, Michael Hatzius heißt der. Der sitzt dann auch einfach nur im Hintergrund und macht dann halt mit der Puppe. So werde ich das mit Rüdiger machen.
würde ihn so gerne mal live sehen. Anna, sag mal, wann ist denn Karlsruhe? Mal gucken, dass wir dann mal mitbringen. So. Kann da eigentlich auch schnell werden? Das sieht hier immer, der sieht immer so ruhig aus. Ja, also schnell, naja. Der ist halt wirklich sehr, sehr gemächlich, der Kollege. Glaube, die ist mal wie Sprottenkopf ab und runter. Da schaust du mal lieber bei einem amerikanischen YouTuber rein. Mal gefordert. Wie alt ist er? Du fragst Sachen, ich habe keine Ahnung. Also, der hat noch alle Tarten dran, der wird noch ein bisschen durchhalten, der Kollege. Aber wie genau wie alt er jetzt genau ist, kann ich nicht sagen. Bei einem Erdnussbutterbrot braucht man dann wohl nur einen Rüdiger. Aber nur den von Wirbellos Paradies TV. Oh ja, nicht, dass er dann zu viel Stress hat. Nee, der fährt dann bei mir vorne mit im Auto. Ich brauche wirklich so eine HD-Kamera. Knack, da geht's schon los, da knackt der alte Opa. Ich habe ihn damals gekauft gehabt in Leipzig, März 2016. Da war er schon so groß gewesen und musste ich haben. Also hat so ein paar Euro gekostet, aber einfach dadurch, dass er so groß ist, wollte ich ihn einfach direkt haben. Du kaufst den, das kannst du dir gar nicht leisten, rüdiger Mensch. Würdest du ihn irgendwann verkaufen? Niemals oder? Nein, nein. Einfach quasi das Maskottchen des Kanals. Und also vom Charakter her einfach die Lieblingsschabe von mir. Hier wurden alle Schaben für 10.000 Euro versprochen. Ja, aber nicht Rüdiger. Du kannst alle haben für 10.000, aber nicht Rüdiger. Live-Versteigerung. Nein. Nein, Kuckuck. Oh Gott. 20.000. Nein. Nein. Ist keiner so doof, der kauft einen Rüdiger. Es gibt keiner, der so doof ist und kauft eine Fauchschale für 20.000. aber die Kinder würde er verkaufen, echte Kinder von Rüdiger. Die Schale bekommt ihr bei. Ja, die sind aber, glaube ich, schon weg. Oder? Sind die zu Futter geworden? Ich weiß es gerade gar nicht. Was mit den Babys von Rüdiger passiert ist. Da sieht er trotzdem so klein aus. Naja, wir müssen den ein bisschen, ja, das ist, muss man ein bisschen streicheln. Ich habe jetzt auch keine kleinen Hände. Also, ich habe nachgemessen gehabt, das ist 9,1 cm, wenn er sich streckt. Oh ja, Riesenfranken. Naja, so groß sind sie auch nicht, aber naja. Also ihr könnt schon klar, 1 cm. Passt. Ich habe mal neben den Klaus die Rhino-Schabe gesetzt und naja, da sah Klaus ein bisschen alt aus. Fahr auch mal. Na, passiert nicht mehr. Größer als mein Handy. Echt, hast du so ein kleines Handy nur? Ja, es war nur der Winkel. Ja, also es ist schon ein schöner großer Flatsch, der Rüdiger.
So, gut. Dann sind wir jetzt bei einer Dreiviertelstunde. Sollte ja auch nur spontan bleiben, der Stream. Vielleicht macht der Rüdiger noch mal was Spontanes. Ich würde sagen, fürs Zuschauen. Macht keine Dummheiten. Ja, ansonsten, am Sonntag ist die Börse in Zwickau. Einfach ansprechen. Ansonsten, bis zum nächsten Mal. Bis bald und ciao, ciao.